Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der Vorschau heute auf unsere Sendung, heute Abend ab 19 Uhr auf diesem Kanal für euch wieder frisch gepresst. Und zwar All Nippon Airways EVJet NH Unleashing the Pokémon Adventure. Ja, All Nippon Airlines lässt wieder ein Flugzeug los, was ein Thema hat. Und zwar das Thema ist, wie ihr unschwer am Namen erkennen könnt, Pokémon. Und zwar Eevee. Ich selber bin mit Pokémon nicht ganz so vertraut, deshalb muss ich das immer ablesen. Wenn ihr Pokémon-Fans seid, schaut es euch an. Ich habe ein paar Impressionen, die aus der Pressemitteilung kommen, für euch vorbereitet. Das Flugzeug ist lackiert, es hat innen drin themenbezogene Geschirr, sogar hätte ich fast gesagt, Becher und alles Mögliche, also es wird spannend. Dann geht es weiter mit dem Thema Lufthansa-Slots in Linate. Mit der ITA-Übernahme gibt es dort Begehrlichkeiten von Wizz Air. Die Swiss stellt uns ihre Shortlist vor für Langstreckenziele im Sommer nächsten Jahres. Schauen wir uns mal an, welche fünf Ziele das sein könnten. Austin Airlines macht das Quartett voll, der A320neo, der vierte ist in Wien gelandet. KLM stellt eine Business Class vor in der 777. Können Sie vergleichen? Nachdem wir bei Allegris waren und zwei Lufthansa uns angeguckt haben, können wir hier mal schauen, wie es die Niederländer gelöst haben. Dann gibt es einen Hilton Honors Fast Track. Dieser Fast Track ist natürlich sofort mit Status beglückt, sowohl in Gold, aber auch im Diamond-Status. World of Hyatt lässt sich nicht lumpen, gibt 10.000 Punkte. Dafür müsst ihr aber bei einer bestimmten Hotelkette, ja, ist das Kette? Also auf einer Marke, so muss man es ja nennen, weil die Kette ist ja gekauft worden. Da müsst ihr dann übernachten. Habt Zeit bis September. Und wir haben einen Diesel-Deal mit der Air France in der Business Class. Madrid nach Vancouver zu einem interessanten Preis von 1560. Schaltet heute Abend ein, da werde ich auch wieder wie immer am Ende der Sendung eure Fragen, eure Kommentare beantworten und schaut euch die Frage des Tages an, die sich natürlich um den Pokémon Jet dreht. Inwieweit findet ihr solche Themenjets spannend und vor allem welches Thema sollten solche Jets mal aufgreifen, damit ihr es interessanter findet? Also, bis heute Abend. Freue mich. Link in den Shownotes. Da könnt ihr dann direkt loslegen und einen Reminder setzen, damit ihr die Folge heute Abend nicht verpasst. Also, bis dann. Ciao.